Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, was von euch gewünscht wurde. Was heißt gewünscht? Ich habe eine Umfrage gestartet und das ist das Let's Play, was als erstes kommen soll, nach eurer Meinung, zumindest der meisten, Lost in Shadow, ein Spiel von Hudson Soft. Erschien 2011, eher unbekannt, glaube ich, in Deutschland. Es war auch unbekannt für mich und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir sehen hier Spielstände von mir, die ich wahrscheinlich noch löschen werde. Ich fange jetzt einfach ein neues Spiel an und werde euch die Anfangssequenz nicht vorenthalten, die danach kommen werde. Und wir werden auch und wir spielen auf normal. Schauen wir uns erstmal das Intro an. Ja, und so fängt das Spiel an. Wir werden einfach ins Spiel reingeworfen, starten im Brunnenhof, im Garten, und sind ein Schatten. Wissen nichts über uns selbst und was mit uns überhaupt passiert ist. Und wir können uns nur als Schatten fortbewegen und auf Schatten selbst auch bewegen. Und schauen, was mit uns los ist. Anscheinend verfolgt uns eine kleine Fee. Und mit den Dingern hier können wir noch irgendwie kommunizieren. Diese geben uns Tipps oder so. Erinnerungen. Deine Energie steigt mit dem gesammelten ich kann heute nicht lesen, tut mir leid. Sie entspricht deinem Gewicht und wird dir oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Du kannst die gefundenen Erinnerungen im Pausemenü sehen. Ja, Erinnerungen sind... Ach, zeige ich euch jetzt. Erinnerung. Ein Schatten, das ist alles, was von mir übrig ist. Dein Schatten ist um 0,1 Gramm schwerer. Ich glaube, das sind 0,1 Gramm. Da oben sehen wir dann 5.10G. Das ist unser Gewicht, was wir auch verlieren, wenn wir in Stacheln springen, die ich jetzt total vergessen habe. Ja, da müssen wir natürlich rüberspringen, weil die tun uns auch als Schatten weh. Ich kann nun den Weg der Schatten beschreiten, aber ich kann mich nicht mehr in der materiellen Welt bewegen. Dein Schatten ist um 0,1G schwerer. Ja, das steht jetzt immer hinten dran. Unser Schatten wird immer schwerer, umso mehr Erinnerungen wir sammeln. Und ich glaube, das mit dem Schaden nehmen war nicht so gut. Naja, werden wir sehen, was daraus noch wird. Monitoraugen. Schalte auf deinem Weg durch die verschiedenen Stufen Monitoraugen frei. Um eines freizuschalten, musst du es nur berühren. In jedem Level gibt es 3 Monitoraugen. Ja, die Monitoraugen, die müssen wir alle freischalten, sonst können wir am Ende des Levels nicht weiter. Da haben wir ein Problem. Ich kann mich zwischen verbundenen Schatten hin und her bewegen. Dort, wo der Schatten endet, ist auch mein Weg zu Ende. Dein Schatten ist um 0,2 Gramm schwerer. Ja, jetzt kommt auch schon die erste Problematik. Wir haben keinen Schatten, um uns irgendwie
da hoch zu bewegen. Das heißt, wir können jetzt die Fee nutzen. Und wenn wir jetzt B drücken, geht so eine Aura an. Und die Fee zeigt uns an, wo wir Sachen bewegen können. Und wir können uns den Schatten drehen, wie wir ihn brauchen. Das hätte uns da unten die Statue dann jetzt erklärt. So, ich mach die Fee wieder aus dem Bild raus. So. Man muss sich echt dran gewöhnen, dass man sich nur auf den Schatten bewegen kann. Dass man auch nur auf den Hintergrund achtet, weil das ist anfangs sehr verwirrend. Und hier bricht der Boden zusammen, aber wir müssen darunter. Weil hier eine Erinnerung liegt. Wenn ich hinunterfalle, tue ich mir nicht weh, zumindest solange der Sturz nicht zu groß ist. Und das mit dem Schwerer lese ich jetzt wohl nicht mehr vor, weil das wird auf Dauer echt nervig. So, ein Monitorauge noch. Jetzt haben wir drei, sehen wir links am Bildschirm. Und hier können wir wieder mit der Fee. Fee, V-Mode, danke. Das Ding bewegen. Danke, könntest du, danke. Ja, so. So, und viel weiter kenne ich das Spiel auch noch gar nicht. Als das erste Level, das zweite Level kenne ich noch. Was jetzt hier nachkommt. Aber sonst auch nichts. Wenn ich diesen Turm erklimme, kann ich mir vielleicht meinen Körper zurückholen. Das hoffe ich zumindest. Denn Schatten ist nur 0,2G schwerer. Jetzt habe ich es vorgelesen. Oh nein. So, und hier sagt er uns, dass wir die drei Monitoraugen brauchen. Und wenn wir die nicht haben, erteilt uns diese Wand Schaden. Aber da wir die haben, zerspringt die Wand einfach und wir können weiter. So. Stufe Abfluss soll wohl nächstes Level heißen oder so. Ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler ist. Und hier rauscht es extrem, weil wir an einem Wasserfall sind. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so extrem. So. Lalala. So, hier haben wir wieder ein Rätsel für die Fee. Müssen wir mit der Fee das Ding hier umschalten. Zack. Sonst kommen wir hier nicht rüber. Also wir müssen echt auch mit der realen Welt mitdenken, weil was in der realen Welt einen Schatten wirft, ist für uns irgendwie nützlich. Hier müssen wir auch wieder umschalten. Ach, und ich drücke mal den falschen Knopf. Wir müssen nochmal umschalten, damit wir dort hochkommen. Kriegen wir hier jetzt noch so nett gezeigt. Ich glaube, später im Spiel wird sich das noch ändern. So. Und die müssen wir jetzt mehrmals umschalten, bis wir wieder nach oben fahren mit dem Ding. Und nochmal. So. Und hepp. Haben wir das Monitor-Auge schon mal gesammelt? Ja. Und runter. Und hier können wir auch wieder umschalten. Einmal hier. Komm, schalt um. Und einmal da. Komm, mach schon. Komm. Ich muss warten, bis er das anvisiert. Das vergesse ich immer. Und die Erinnerung, da kriegen wir gleich noch. Wir können erstmal hier hochgehen. Und uns da, oh Gott, darum kümmern. Jetzt wäre ich hier fast runtergefallen. Leitern, die einen Schatten werfen, können wir natürlich auch benutzen. Wir sind eigentlich kaum eingeschränkt. Obwohl wir uns in einer Schattenwelt bewegen. Hit. Ah! Okay, das üben wir nochmal mit dem Springen. Monitorauge und den Hebel können wir auch bewegen. Zack. Und fahren an der Brücke damit aus. Zumindest eine, ja, nennen wir es Brücke. Eine Maschine. Geh runter. So. Hep. Hep. Und die Erinnerung natürlich einsammeln. Ich mag nur ein Schatten sein, aber wenn ich nicht auf einen anderen Schatten falle, scheide ich dahin. Ja. Das ist natürlich kacke. Hep. Und Monitorauge. Und die Wand. Die wieder nur kaputt geht, wenn wir drei Augen haben. Gut, und jetzt kommen wir in ein Level, was ich selber noch nicht kenne. Ab jetzt wird's blind. Bahnhofsunterbau. Aha, jetzt sind hier irgendwie Pfeile gewesen. Oh, oh, jetzt kriegen wir auch noch mit beweglichen Plattformen zu tun. Hep. Okay, klettern wir hier einfach mal hoch. Ich weiß auch nicht, ob es in dem Spiel noch irgendwie Gegner geben wird oder so, die uns irgendwie blockieren oder so. Och, das war hart jetzt. Das wollte ich nicht. Ist da rechts noch was? Komme ich da rechts irgendwo weiter? Nein, ne? Okay, da ist ein Hebel. Komme ich aber nicht wirklich weiter. So. Ach, die Plattform kommt bis hier dran gefahren. Okay, das ist natürlich dann cool. Dann komm. Das Level möchte ich in der Aufnahme noch machen. So. So. Hep. Einmal hier hoch. Und eine Leiter. Müsste es ja irgendwo einen Schalter geben gleich. Oder ich habe den Schalter schon verpasst. Ich weiß es nicht. Ich sollte öfter mit der Fee, glaube ich, suchen. Mache ich gleich mal. Aber es sah jetzt nicht irgendwie nach einem Mechanismus aus hier irgendwo in der Nähe. Ein Monitorauge. Okay, das ist... Oh Gott.
Oh Gott, das Ding fällt runter. Und warum kletterst du jetzt auf dieses doofe Gestell? Geh da drauf. Gut, ich habe da unten bestimmt was verpasst. Ich würde am liebsten ja wieder runtergehen. Aber die Fee kann keine Hebel bewegen. Das habe ich in der Testaufnahme schon versucht. Da war eine Erinnerung. Möchte ich haben. Geh da dran. Danke. Geh erstmal darüber. Nein, geh nicht darüber. Ich möchte darüber. Genau darüber möchte ich. Ja, jetzt ist die Plattform weg. Hast du toll gemacht, Zwischensequenz. Toll. Hep! Oh Gott, das hat gereicht. Oh, geh weg. Oh. Das ist natürlich auch total verwirrend. Hier kommen wir nicht weiter. Das, dieses um die Kurve gehen passiert ja bei dem Schatten gar nicht im Prinzip, aber im echten Leben würde man um die Kurve gehen und das verwirrt mich total manchmal. Hallo, was sagst du mir? Zum Bahnhof. Ja, cool. Ich würde am liebsten nochmal zurückgehen. Wegen dem einen Hebel nur. Oder der Hebel war Verwirrung. Okay, jetzt haben wir gesehen. Die Wand macht Schaden. Okay, ich habe was verpasst. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Verdammter Mist. Bestimmt unten am Hebel. Komm, Beeilung. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie tief ich fallen kann, bevor ich Schaden nehme. Oh. Und alles ist ruhig in dem Spiel. Das ist richtig krass. Das ist eine richtig schöne Atmosphäre hier. Das heißt schön. Es ist auch so ein bisschen gruselig. Weil man nicht weiß, was im nächsten Schatten auf einem wartet. Okay, das macht mir noch keinen Schaden. Das hat mich gewundert. Oh Gott, bin ich verrückt. Egal. Komme ich hier irgendwo mit einem Mechanismus? Ah, tatsächlich. Okay. Hebel. Was passiert jetzt? Geht unten was auf. Okay. Dann gehen wir mal runter. Hep. Hep. So, da kann ich laufen. Oh. Und da müsste ja das letzte Monitorauge sein. Theoretisch. Oh, hier müssen wir krabbeln. Können wir auch. Nee, eine Erinnerung. Aber da müsste auch ein Auge hier sein. Eine Falle, wer die wohl hier aufgestellt hat. Dein Schatten ist genug. Ja, das ist schön, dass ich die Falle schon dreimal ausgelöst habe in dem Spiel. Was sagst du mir? Schattenflure. Diese seltsamen Türen führen in Schattenflure. Dies sind von der materiellen Welt komplett getrennte Bereiche. Manche Schattenflure sind gefährlich, also vorsichtig, wenn du eintrittst. Okay, aber da hinten ein. Ich wollte doch das Auge. Muss ich hier jetzt durch? Schattenflure verlassen. In Pausenmenü kommst du jederzeit über Flur verlassen wieder aus dem aktuellen Flur raus. Okay, das ist cool. Gehen wir hier einfach mal durch. Wird das halt eine längere Folge für euch wahrscheinlich. Da hinten ist ein Hebel. Achso, bin ich jetzt schon durch? Durch den Flur? Ist das irgendwie nur so ein... Ich erschwere euch den Weg, damit ihr die Monitoraugen nicht sofort bekommt? Ding? Was sagst du mir denn? Der Ausgang. Finde den Ausgang zum Materialwelt. Manchmal ist der gut versteckt. Okay. Speichervorgang. Schön. Ah, und dann geht die Tür kaputt und dann kann ich mir das Auge holen. Alles klar. Okay. Dann gehen wir jetzt schnell zum Ausgang des Levels und dann beenden wir auch schon die Folge. Lalalalalalalalala. So. Müsste ja jetzt alles ratzfatz gehen, wenn ich die Plattform nicht verpenne. Komm. Oh Gott. Das mit den Springen muss ich noch üben. So. Hep. Hep. Und hoch. Lalala. Schnell. Ja, die Plattform verpasse ich jetzt natürlich. Ach, Kacke. La 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 la. Nichts passiert. Nichts passiert. Ja, darüber musste ich, ne? Ah, so, geschafft. Und hep. Hep. Na na na. Was so ein Schatten alles durchmachen muss. Mann, 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 Mann. Und warum hat er den Schatten von unserem Körper getrennt? Das ist echt eine... Scheint eine geile Story zu werden. Also, da muss ja mehr hinterstehen, wenn schon unser... Oh, verdammt, unser Körper von einem Schatten abgetrennt wird. Und was hat es mit dieser Fee auf sich? Ist es eine Fee oder ist es ein Schmetterling? Ich glaube ja eher, dass es eine Fee ist. Komm. Danke. So. Na, 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 na. Komm, noch eine Plattform. Och, ich hoffe, das wird im späteren Verlauf nicht extremer mit den Plattformen hier. So,
Geschafft. Jetzt können wir auch raus hier. So, lass mich raus. So, und ich beende schon mal die Folge. Ich hoffe, der erste Part hat euch schon mal gefallen und ihr seid noch nicht enttäuscht vom Spiel. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei... bei... dem Bahnhof. Bis dahin.